Vielen Dank für diese tolle Werbung! Aurelio, wie wär's mit Schaffen? Ja, warte, ich bin nur noch schnell auf YouTube ein paar Sachen am. Ey, es ist so schön, dass unsere Firma aus Berlin so schöne Werbung so oft zeigt. Aber ich glaube, wir alle in der Schweiz sind recht freut daran, oder? Wie findest du die Zalando-Werbung? Darfst du ganz ehrlich sein? Ich finde sie fett stressig. Ja, es nervt. Nicht so cool. Nicht so cool? Nein, scheiße. Langweilig. Die stresst schlimm. Das ist gar nicht mehr YouTube Premium geholt. Du zahlst lieber als die Zalando. Aha, ja, ja, sicher. Also ich finde es eine richtig scheiß Werbung, ehrlich gesagt. Sie nervt. Und was nervt dich am meisten an dieser Werbung? Ja, die Musik. Ja, das immer wieder kommt, man hat es irgendwann auch gesehen. Immer die gleiche. Ja, der Sound, einfach der Sound ist richtig schlimm. Sorry, aber ich glaube, ihr müsst das einfach nicht zu wertschätzen. Die Firma da hinten gibt tausende von Franken aus, dass wir den Clip tausendmal am Tag anschauen dürfen. Das ist eigentlich etwas mega, mega Schönes. Darum gehen wir denen doch jetzt einfach mal gut Danke sagen. Darf ich Sie kurz was fragen? Sind Sie von Zalando? Ja. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Werbung. Vielen Dank für die beste Werbung. Vielen Dank für diese wunderschöne Werbung. Seid ihr von Zalando? Ja. Vielen, vielen Dank für die beste Werbung, die die Schweiz je gesehen hat. Was euch jetzt ganz, ganz wichtig ist, müssen wir mal unsere Presseabteilung anrufen. Da muss jemand runterkommen, das alles absegnen, was gefilmt werden darf und was nicht. Was passiert, Aurelien? Hey, den ist einfach vom Platz verwiesen, Mann. Ich komme nicht drauf klar. Etwas haben wir von Ihnen gelernt. Wenn du weggeklickt wirst, kommst du einfach in 3 Minuten nochmal. Wir machen jetzt genau das Gleiche. Darum laufen wir jetzt schnell einmal um den Block. Runde 2. Danke, dass Sie mich von meiner YouTube-Sucht befreit haben. Danke für die tolle Werbung, die wir je gesehen haben. Die haben jetzt alle so Angst vor mir, die wollen gar nicht mehr rauskommen. Du bist von Security, oder? Ja, ich hoffe es nicht. Das wäre schon das zweite Mal. Die haben schon wieder weggeschickt. Aber ich bin froh, dass wir im Namen der Schweiz Danke sagen und dem einen oder anderen eine Freude machen, obwohl sie die Deutschen nicht so zeigen können von den Emotionen her und so. Das wissen wir ja. Aber ich gehe jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Gut. Ade miteinander!